Noch jemand, der dachte, er hätte mich verarscht, ist irgend so ein Kassierer in so einem Getränkehandel. Ich habe eine Zeit lang, als ich noch meinen Wagen hatte, mir Kisten gekauft mit Getränken, Softdrinks, auch mal Bier und so. Und da habe ich mir auch mal so einen Kasten Fosters gekauft oder auch mal so einen Kasten Miller Genuine Draft. Und da gibt es halt eben ziemlich viel Pfand zurück, weil das bei Miller eins, also sehr individuelle Flaschen sind, die nur von denen genutzt werden. Und dann kam ich da mit so zwei Kisten Leergut zurück und dann nimmt er so den Wagen entgegen und schiebt mir direkt so einen leeren wieder zu, so nach dem Motto, jetzt kauf aber auch mal wieder so zwei Ka Kisten ein. Und dann habe ich das nicht gemacht, habe ich nur so ein paar Flaschen genommen. Und dann hat der Typ sich irgendwie anscheinend so voll abgefuckt darüber, dass der mir jetzt so viel Pfand zurückgeben muss. Und dann hat der einfach irgendwie von den zwei Pfandbons irgendwie einen gar nicht eingescannt bei der Rückgabe und hat mir dann nur die Hälfte oder weniger als die Hälfte vom Pfand erstattet. Und das habe ich dann so im Nachhinein, als ich mir dann die Rechnung angeguckt habe, gemerkt. Und dann bin ich einfach nie wieder dahin gegangen. So, das ist so. Ne, wenn das so Kleinigkeiten sind, dann drücke ich mal ein Auge zu. Was heißt Auge zudrücken? Ich meine, dann beanstande ich das nicht, dann mache ich da keinen Stress, dann denke ich mir, okay, bist du jetzt selber schuld, dass du da jetzt in dem Moment nicht drauf geachtet hast. Aber dann gehe ich da einfach nicht mehr hin und mache mein Geschäft woanders. Also, das ist, glaube ich, das stärkste Signal, was man als Kunde setzen kann. Einfach, wenn einem irgendwas nicht passt, dieses sogenannte Voting with your feet zu nutzen, ja, also dieses einfach dann weggehen, woanders sein Geschäft machen. Ja, also das mit den Federn, das war auch eine Ausnahme, genau wie mit dem Leergut, aber ich denke, was ist das für eine Welt, wo man einfach überall damit rechnen muss, irgendwie über den Tisch gezogen zu werden? Also da will ich mir davon auch nicht den Tag verderben lassen. Und jetzt habe ich eine Rechtsschutzversicherung, das heißt, wenn man mich jetzt mit einer hohen Summe verarschen möchte, dann kann ich mich wehren und muss mich nicht vor irgendwelchen Anwaltskosten scheuen. Aber damals, vor allen Dingen wegen so ein bisschen Leergut und dann mit den Federn, dachte ich mir, okay, René, bist du auch selber schuld, dass du nicht geguckt hast ganz genau. Na, aber jetzt bin ich vorsichtiger, jetzt würde das so einfach nicht mehr funktionieren. Ich mache dann einfach meine Geschäfte woanders. Jetzt habe ich mir auch keinen Wagen mehr gekauft. Den Wagen, ich wollte den Wagen sogar auch in Kommission verkaufen lassen. Dann habe ich den erstmal einem anderen Typen, der gegenüber von der einen Werkstatt arbeitet, dem Wagen erstmal überlassen. Meinte ich so, ja, guck mal, ob du den verkauft bekommst. Dann habe ich irgendwann gecheckt, Moment mal, die arbeiten irgendwie immer zusammen. Das ist alles so eine Clique. Da habe ich mir so, nee, habe ich mir meine Autoschlüssel wieder zurückgenommen. Meinte ich so, nee, ich verkaufe den selber, weil sonst hätte der mich da wahrscheinlich auch wieder über den Tisch gezogen. Hätte ich dann so gar nichts dafür bekommen. Also, ich denke, dass ich als Einzelner gegen so viele Leute schon ziemlich gut zurechtkomme und dass diese einzelnen Situationen, wo man mich über den Tisch gezogen hat, eigentlich letztendlich überhaupt nicht mehr von Bedeutung sind. Also, die brauchen sich da überhaupt nichts drauf einbilden.